Muss das nicht haargenau hier abgehen, oder? So. Oh, das ist doch... Ich hab doch diese verdammte Bewegung gemacht. Vielleicht gehe ich jetzt drauf, weil ich die anderen wieder runterschütze. Das hat doch gerade geklappt. Hier, zack. Ach Gott, ey. Spiel. Das sind verdammte Quicktime-Events. Sei doch mal nicht so haargenau. Das ist eine Controllerstörung. Die geht halt nicht so genau. Mann. Was ist denn auf einmal los? Wieso nimmt diese Eingaben jetzt nicht mehr an? So. Na komm. Mann, war das gerade unnötig. Aber gut, mal gucken. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier nochmal runterschützen sollten, dann habe ich zumindest mal den Stresslevel wieder einigermaßen auf normal. Dann mach's jetzt bitte mal besser. Einmal. So, Nummer 2. Ich sehe es kommen, dass ich es jetzt schon wieder verhaue. Ja, wieso? Das ist hier wieder so. Das ist wieder so viel durcheinander. Vorher ging's. Also gut, auf ein neues. So, dann machen wir das halt ein bisschen langsamer. Alter Finne, nimm diese verdammte Bewegung an. Ich mach das doch. Zum Kotzen gerade. Also die Stelle regt mich jetzt wieder auf. Hier, ich bin auf diesem... Ich bin sogar in diesem Scheißding drin. Ich frag mich, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich werde wahrscheinlich oben eh wieder abstürzen, das heißt, wir können es ja nochmal neu machen. Ich weiß nicht, es funktioniert auf einmal nicht mehr, diese Bewegung. Es wird nicht mehr registriert. Meine Güte, ey. Vorhin nehme ich das jetzt alles wieder mit in die nächsten Teile. Sag mal, was ist denn los?
Wie ich den Controller jetzt nicht weit genug rüber, oder was ist da los? Wahrscheinlich habe ich irgendwie nicht genug an den Rand reingedrückt. Bullshit. So ein unglaublicher Bullshit mal wieder. So. Einmal. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich spätestens dahinter hinten wieder scheitern. Ich sehe es gerade kommen. So. Oder wahrscheinlich genau jetzt klappt es, wo ich halt so unglaublich schlecht aufgestellt bin. Naja, müssen wir halt dann mitarbeiten. Zack. Natürlich geht's jetzt. Ja, ich hoffe mal, du kriegst nachher noch mal ein bisschen was an Mut. So, geschafft jetzt bitte 5000. Hier wieder nicht nah genug am Rand dran gewesen. Was haben wir jetzt hier? Backsteine? Okay, wir können Backstein mitnehmen. Und einfach mal das Fenster einwerfen. Oder auf die Polizisten werfen. Das wäre halt auch noch eine Idee. So, dann schauen wir mal. Andererseits, ich glaube, wenn wir das Fenster aufbrechen, gibt es Stress. Von daher... Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Ah ja. Okay. Schauen wir mal. Ja. Auf geht's. Es hat leicht nachgegeben. Naja, siehst du mal. Guck mal, das kriegen wir doch hin. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Mhm. Allerdings werden meine Finger auch gerade ein bisschen, Aber das wird, das wird. Ah, fast hatte ich's. Hm? Soll ich mal gerade wechseln? Jawohl. Ja, sieht halt echt beschissen gerade aus. Naja. Kriegen wir auch wieder hin, denke ich.
Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Ja, gucken wir mal in den Kühlschrank. Vielleicht gibt's ja was. Oh! Können wir ein bisschen Fernsehen gucken? Da hinten gäb's wohl was. Sie haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten schon. Und so endet meine Geschichte. Ich glaube, ich war psychisch nicht stark genug, um zu verarbeiten, was mir widerfahren war. Ich beschloss, zur Polizei zu gehen und mich zu stellen. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absitzen und nie erfahren, was in jenem Restaurant geschehen ist. Für meine Mitmenschen bin ich nur ein Mörder. Hallo Eisdrache, willkommen. Ja, wäre das mit den Quicktime-Events vorher nicht so schlecht gelaufen? Gebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Aber gut, dann weiß ich jetzt ja Bescheid. Dann können wir das auch einfach mal lassen. Ah. Pfeiler. So, also Finger weg. Ein Glas Nutella. Das knuspert aber ganz schön. Ich glaube, das Nutella ist nicht mehr so gut, ne? So, was haben wir im Kühlschrank? Ja, guck mal. Bisschen Milch, ein paar Sandwiches. Wie sich immer so umschaut. Ja, zumindest geht es hier ein bisschen besser. Na komm, mach die nicht mal noch leer. Okay. Ich meine, das soll es fürs Erste gewesen sein. Sieht im Fernseher aus. Die extrem niedrigen Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend geschlossen werden musste. In Harlem und in der Bronx fielen mehrere Obdachlose der Kälte zum Opfer. Auch Europa wurde von der Kältewelle nicht verschont und hat in mehreren Ländern noch nie dagewesene Minustemperaturen zu verzeichnen. Restaurantmörder wurde identifiziert. Der Mann heißt Lucas Kane und war der Polizei bisher noch nicht bekannt. Als Beamte ihn in seiner Wohnung festnehmen wollten, gelang es ihm noch in letzter Sekunde zu entkommen. Seit dem Mord im Restaurant soll er noch eine ältere Frau wie auch zwei Kunden eines Waschsalons getötet haben. Sein Tatmotiv ist ungeklärt, aber Experten zufolge dürfte er geistig gestört sein. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht und geht davon aus, und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzaltenan bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Ja, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Ganz so schlimm sieht es jetzt auch nicht mehr aus. Naja, legen wir uns noch ein bisschen hin. Und hoffen dann mal das Beste. Gut's Nächtle.
Bringt das noch was, hier weiter rumzuliegen? Oder wir schauen uns halt noch ein bisschen um. Das wäre auch noch eine Idee. Ich finde ja noch mehr zu essen. Also das Abhören spare ich mir nämlich jetzt gerade mal. Ah, jetzt. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich liebe dich, Lukas. Ich will dich nicht verlieren. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Okay. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Ich glaube, der Schrank ist ganz gut. Ich denke, da werden die ja nicht reingucken. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Ja, sag das am besten so laut, dass sie dies vor der Tür hören. Mädel. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Ah, Mann! Wieso kann ich jetzt nicht einen Fehler machen? Keine Bewegung! Damit endet meine Geschichte. Ja, manchmal hast du da machen was... Also manchmal sind die relativ locker. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Und manchmal wird da absolut nichts verziehen. Ich komme! Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. So. Ich muss jetzt aufmachen. Auf ein neues. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht?
Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Es klingt echt, als würden wir es ablesen. Mann! Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. So. Das lief jetzt besser. Wie gesagt, einmal falsch gedrückt, zack, fertig. Keine Bewegung! Das ist direkt am Anfang auch noch. Damit endet meine Geschichte. Frau Harper! Aber ich denke, das ist halt auch einfach der beste Platz, den wir haben. Eine Sekunde, ich komme! Ich frage mich, ob es nicht vielleicht besser ist, gar nichts drücken, als was Falsches zu drücken. Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. So, der Anfang geht ja immer noch so ein bisschen. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Ach Mann, leck mich doch am Arsch, ey, dieser Scheiß hier. Einmal verdrücken schon, bin ich halt komplett aus dem Dings raus. Ja, wie gesagt, das kannst halt nicken. Wenn ich mich einmal verdrücke, bin ich komplett aus dem Konzept hier raus. Damit endet meine Geschichte. Oh. Das kannst halt auch nicht überspringen, weil es halt dieses scheiß Quicktime-Event ist. Frau Harper, Gespräch. Sind Sie da? Ja. Eine Sekunde. Ach, Mann. Ich komme. Aber ich merke, dass das ein Spiel, das zum Zuschauen mir mehr Spaß macht, als zum selber spielen. Lukas, ich kann einfach, weil es halt diese lassen. Verdammten Quicktime-Events sind. Die mir nicht liegen. Und das halt quasi ja nur aus Quicktime-Events besteht. Dann lieber so, dass ich bei den Telltale-Sachen, dass du halt irgendwelche Antworten geben kannst oder musst. Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört?
versuchte er, sie zu kontaktieren. Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. So. Ich glaube, ich kann insgesamt drei Fehler machen. Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus, deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester im St. Jones Krankenhaus. So, erste verkackt. Gottverdammter Fick hier! Wieso geht das denn hier auf einmal keine wieder Bewegung. Nicht? Wieso? Es ist ja immer, glaube ich, immer diese Stelle, die ich nicht hinkriege. Meine Fresse! Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Oder soll ich doch... Ja, ich glaube aber, es gibt halt einfach kein besseres Versteck. Unter das Bett guckt er ja drunter. Das haben wir in der Vision gesehen am Anfang. Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Ich gucke mal, ob ich das nachher dann beim Dings zusammenschneide bei der Aufnahme oder bei der Aufzeichnung. Jetzt müssen wir halt durch. Ihr sowohl als ich. Ich habe auf das nämlich absolut auch keinen Bock gerade. Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. So, konzentrieren. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch immer, oder? Hab ich den Eindruck... Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Ich glaube, das erste habe ich sich schon verkackt. Okay. Ja, komm. Alter, wie schnell denn noch? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Ich hatte schon befürchtet, ich muss jetzt schon wieder neu machen. Hallo, ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janos, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts.
wenn Sie fertig sind. Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der 6. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im 2. Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Okay, dankeschön. Dann schauen wir mal. Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hatte. So, bist du ein Pfleger? So, das dürfte es jetzt sein. Hallo, Inspektor. Ich warte hier auf Sie. Gut, danke. Na du, ich glaube, wir könnten mal eine Runde reden, ne? Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. Ich wüsste gern mehr über Kirsten. Was ist in dem Laden wirklich geschehen? Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen Irren, wie Sie wissen. Was ich sage, ist doch bedeutungslos. Oder etwa nicht? Vielleicht aber nicht für mich. Bitte, Anton, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon. Sie ist leicht korpulent, mit hispanischen Zügen. Er hat ein Messer im Auge stecken. Woher wissen Sie das? Ich war dort. Ich kann durch seine Augen sehen. Bei jedem seiner Morde bin ich dabei. Wer ist der Mörder? Das weiß niemand. Keiner sieht ihn. Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren. Aber ich weiß, dass er existiert. Er ist unter uns, unsichtbar. Er ist überall. Warum bringt er Leute um? Er will auf die andere Seite blicken. Er sucht ein kleines Mädchen. Er wartet schon sehr lange. Er will sie und wird alles tun, um sie zu kriegen. Es gab weitere identische Morde, stimmt's? Die Morde werden erst aufhören, wenn das Mädchen gefunden wurde. Warum? Warum töten Sie? Die Welt ist nicht, was Sie glauben. Der orangene Clan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle. Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass. Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut. Er ist überall. Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht und die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Sie streben nach Unsterblichkeit. Ich muss wieder los, Anton. Danke für Ihre Hilfe. Es ist bereits zu spät. Die Kälte wird uns alle niederraffen. Eine neue Rasse wird sich erheben. Das Ende der Menschheit. Das Ende der Menschheit. Das sind ja erfolgsversprechende Aussichten. Na gut, verziehen wir uns. Nach Wunsch. Ich werde Sie... Mist, diesmal scheint's ernst zu sein. Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen. Nur Geduld. Manchmal dauert's eine Weile. Wir warten so lange hier. Was war das? Oh Gott.
Die Zellentüren. Sie haben sich alle geöffnet. Der Stromausfall hat die Verriegelung außer Betrieb gesetzt. Was? Heißt das, die Patienten können die Zellen ungehindert... Psst. Keine Bewegung und kein Geräusch. Sie dürfen uns nicht bemerken. Nur keine Panik. Wir warten einfach, bis das Licht angeht. Schön still. Bleiben Sie dicht hinter mir. Der Wärter. Sie haben ihn erwischt. Ich muss hier weg, sonst finden die mich auch. Wenn ich nicht ruhiger atme, kippe ich in Ohnmacht. Und sie kriegen mich garantiert. Oh Gott, schnell. Ich muss hier weg. Mhm. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Okay, geht. Er geht weg. Ich kann weiter. Moment mal, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Müsste eigentlich darüber, ne? Okay, ich hätte nicht atmen dürfen. Und damit endete alles. Meine Angst übermannte mich und damit war mein Tod besiegelt. Ich werde nie herausfinden, was an jenem kalten Januarabend im... Okay, dann... Ja. Sollten wir es jetzt aber hinkriegen. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. Okay, sehr schön. Er ist genau neben mir. Alles klar, also ich mache dann wirklich gar nichts, bleibe stehen und versuche das dann mal hinzukriegen. Und damit war mein Tod besiegelt. Ich werde nie herausfinden, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant wirklich geschah. Ja, ja, ist ja gut. So, auf ein neues. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. So, auf ein neues. Er ist genau neben mir. Na? Er geht weg. Ich kann weiter. Barney! Barney! Öffnen Sie! Gott sei Dank haben Sie es geschafft. Das hätte schlimm enden können. Die automatische Verriegelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet. Sind Sie verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Klar, Barney. Alles bestens. Ich liebe es, mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen. Das stimmt allerdings. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Ja, schauen wir mal, was das wird.
Na, Prof? Wie ist es? Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Nun, ich bin freier Journalist. Ich arbeite jeweils mit der Zeitung, die gerade Interesse hat. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben, das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Queshnitlan. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt. Sehr zuvorkommend. Na dann. Ah. Hübsch. Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Queshnitlan. Die zweiköpfige Schlange. Ein Kopf schaut in unsere Welt, der andere in die andere Welt. Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten, konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken. Was muss man tun, damit die Schlange beide Münder öffnet? Natürlich einen Menschen opfern. Denn nur so kann die befreite Seele die Passage öffnen, damit das Orakel durch den Schlangenkanal in die andere Welt blicken kann. Und wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen Sie her. Dieses Gemälde aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zeigt eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden, denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils 3 Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Wie sah das Opferritual aus? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter, eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Ein Maya-Ritual. Das also war es. Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Ich heiße Lucas Kane. Die Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. 3-mal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwa sagen, dass heute noch ein Maya-Orakel lebt? Das ist absolut unmöglich. Haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Oh, das Symbol Queshnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Der Kodex? Was meinen Sie damit, Professor? Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Okay. Ich würde aber gerne die Karte noch mitnehmen vorher. Zu spät, um kehrt zu machen. Da muss ich durch. Danke. Jetzt. So, möglichst nicht allzu viel liegen lassen.
Obwohl ich schon viel zu viel habe liegen lassen. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Okay. Irgendwie wollen uns alle umbringen, habe ich das Gefühl, ne? Allerdings haben wir halt auch Superkräfte. Gut, die Autos. Ha, Lukas, unser Superheld. Professor! Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes, eines Propheten. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Immerhin ist es hier warm. Ja, schon mal ein Fortschritt. Ah, da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei's drum. Eins ist sicher. Wieso ich? Warum gerade ich? Reiner Zufall. Der Vollstrecker wird stets zufällig gewählt. Es sollte dir eine große Ehre sein, Quechnitlan dienen zu dürfen. Wieso muss ich sterben? Was könnte ich dir schon tun? Das Ritual hat unsere Seelen miteinander verbunden. Wann immer ich durch die Schlange blicke, tust du das Gleiche. Um die Verbindung zu lösen, muss einer von uns sterben. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Ja, was bist du denn Schönes? Gucken wir da jetzt entkommen können.
Hier ist es wieder super vergebend. Gut, vielleicht sollte es auch so sein. Agatha, wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und sie sind ihnen erneut auf der Spur. Wie Sie sich erahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war... anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Okay, das war locker. Das war echt locker gerade. Gerne mehr davon. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal schnell Bescheid sagen. Versuchen, Markus mal zu warnen. Geht dran, Markus. Geht dran. Willkommen, mein Sohn. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Okay. Hoffentlich da drin. Jawohl. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage!
Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon! Los! Okay. Können wir noch da irgendwie was davor stellen? Nö. Sonst noch irgendwas? Sollen wir uns vielleicht hier noch drin verstecken? Hm. Und nun? Wir haben zugesperrt. Also können wir jetzt nochmal wechseln? Ups. Oder soll ich jetzt nochmal zurückrufen? Ah ja. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Lukas? 369. Hier ist's. Danke. Okay. Ich komme. Ups. Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Da ist die Dings runtergefallen, ja. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Okay, hier ist 68. Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Spider-Man. Ha, dir geht's ja endlich mal wieder gut. Lukas, du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Na gut, dann mal ab zum alten Rummelplatz. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, in dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr Vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Lukas, hilf mir! Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn. Ich muss sofort da hoch. Okay, die Achterbahn ist wo? Ah, da, glaube ich. Na, ihr Raben? Detroit Become Human, da haben sie, glaube ich, auch wieder so einen alten, verschneiten Dings genommen. Oder vielleicht sogar derselbe. Man weiß es ja nicht. Lukas! Lukas, hilf mir! Ja, ja. Wir fahren jetzt eine Runde Achterbahn. Lukas!
Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle! Weiß ich doch. Okay, langsam wir mal rüber. Drücke die L- und R-Taste, um den Cursor in der Mitte... Aha. Oh, okay. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautet... Okay, das ist heftig, aber ja. Mal gucken, wann wir das hinkriegen. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Ah, okay, da muss ich mich noch ein bisschen an die Dings gewöhnen. An die Frequenz. Wollte da ein bisschen rumprobieren, bis ich die hab. Das wird einige Anläufe brauchen. Wohl, so geht's gerade. Hasen. Fick doch die Henne. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete...